Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns ein Anime an, mit dem ihr mich seit Wochen nervt. Jeder Kommentar überall, guck doch den. Okay, ich guck ihn doch. Ist das irgendwie so ein Spiel? Cyberpunk? Wo Keanu Reeves mitmacht? Assalamu alaikum. Ich habe keine Ahnung, warum ihr den Scheiß so hypt. Ich würde ja sagen, weil er wahrscheinlich gut ist, aber ihr habt auch Yaritchi Bitch Club gehypt und den letzten Anime geguckt habt. Von daher, ich kann euch nicht mehr vertrauen, Leute. Auf euer Wort ist nicht mehr Verlass. Und wir schauen zusammen, ob er sich lohnt. Lass einfach loslegen, oder? Ja. Tschüss, Junge, was macht Mutten Roshi denn da auf Steroide? Willkommen, liebe Freunde. Was willst du, Freak hier? Verzieh dich. Willst du eine Kugel kassieren? Tschüss, wie overpowered wirst du deine Waffe machen? Ja. Oder dieser Anime ist jetzt schon ein besonderes Kaliber. Bro, was geht hier ab, Mann? Was? Sein Knie hat einfach den hier gemacht. Oi. Also bisher, ich weiß... Was zum Teufel ist das denn, Junge? Ich verstehe eine Sache nicht. Wieso schießen die in Anime und Film und TVs eigentlich immer auf den Körper und nicht auf den Kopf? Der zieht auf den Kopf direkt! Okay, jetzt vielleicht nicht mehr. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Also es sah zuerst aus wie... Baby! Action, I don't know, man. Voll der crazy shit. Das ist echt ein krasser BD, den du da hast, doch. Der Sprecher. Chokgüzel, oder wie man im Anime so schön sagt, Assalamu alaikum. Aber ich hätte da noch einen BD für dich. Echt jetzt? Was Boah, für der Sprecher ist auch geil. Eine schicke Idee. Kommt echt jeden Abend. Wow! Darauf war ich ja gar nicht ready, Junge! Oh, shit! Ich dachte, wir schauen diesmal normal Anime. Alle zu mir, schaut ihn, der ist richtig gut. Der ist wirklich gut. Ey, aber da muss ich echt gestehen, ich liebe Anime, wie noch die Zunge so... Ja, Kuro? Was für Anime liebst du? Ich liebe Anime, die das ganze Paket haben. Also die nicht nur gut sind im Sinne von Story und sondern einfach irgendwie auch ein bisschen rauskommen. Wop, na Spaß. Ach, da fällt mir ein, bis wann brauchst du eigentlich nochmal das Geld für das Update deines Devices, das du im Unterricht verwendest? Das soll nicht dein Problem sein. Ich bekomme heute mein Gehalt, dann kannst du dir ein vernünftiges Update besorgen. Du hast doch nicht mal Geld, um die Waschmaschine aufzuladen. Ah, okay, also die leben sehr, sehr arm. Oh ja, so sieht bei mir zum Beispiel gerade aus. Das sind die Freunde, die meistens hier am Start sind. Und das Finanzamt. Ich liebe es, wenn man so richtige Songs einbaut. Stell euch mal vor, die Zukunft würde wirklich so aussehen. Dass wir einfach fliegende Autos, dass wir fliegende Bahnen, Frisuren haben, die aussehen wie aus dem Fuß. Ist das der Main-Character-Moment? Ja, Main-Character-Moment. Das war, guck mal, ich spiele das schon, Junge. Ich rieche sowas. Ich wünsche einen guten Morgen. Alle SchülerInnen sind anwesend. Krass, das ist eine Schule. Schüler David Martinez. Sie tragen nicht die vorgeschriebene Uniform. Boah, das ist schon creepy. Straßenköter, alte Kanalratte. Oh, der Sprecher. Oh, ich liebe diesen Sprecher. Was geht denn jetzt ab? Fick die Hände! Oh nein, ich glaube, sein Ding hat das zerstört. Warum hast du denn kein zertifiziertes Upgrade machen lassen? Jetzt müssen wir mindestens das Doppelte dafür hinlatzen. Sorry, hab's verkackt. Ah, ich bin ehrlich, ich mag den Protagonisten nicht irgendwie. Der Anime ist cool, aber der Protagonist fuckt mich ein bisschen ab. Ich hab's halt verkackt. Komm, diese Fresse dabei. Ich will, dass du eines schönen Tages zur Elite gehörst und dir deinen Weg bis ganz nach oben in den Arasaka Tower erkämpfst. Das will ich entkommen, Kerl! Die Limo vom Slipswixer kann verdammt viel einstecken. Okay, was? Oh mein Gott, bitte sag mir, das wird zu so einem Rache-Anime. Du musst retten! Oder wartest du noch was? Holy shit. Bitte sag mir, das wird zu einem verdammten Rache-Anime. Ja, das Trauma-Team. Jetzt wird alles gut. Oh nein, die tun irgendwas Doofes. Er ist nicht bei uns versichert. Er ist nicht versichert. Wir nehmen nur die Versicherungsnehmer aus der Limo mit. Geklappt. Nein, die lassen lieber nicht versichert sind? Die Operation ist erfolgreich verlaufen. Deine Mutter liegt noch im Koma, aber sie hat es gut überstanden. Ich liebe es, wenn ihr einfach pennen den ganzen Tag. Zutritt verboten? Er kommt nicht mehr rein in seine Wohnung? Solche Implantate werden doch eigentlich beim Militär verwendet, nicht wahr? Angenommen, ich würde es verticken. Was denkst du, wie viel dabei so herumkommen würde? Er hat dieses Ding am Rücken, was dieser Typ am Anfang hatte. Das Teil wird wirklich vom Militär genutzt. Bloß gut, dass ich es unter die Lupe genommen habe. Irgendwas sagt mir, dass er gleich so in die Bredouille kommt, wie man das so schön sagt. Und dann das Ding aus Versehen an seinen Rücken anlegt und dann zu Spider-Man wird. Ich will gar nicht groß ins Detail gehen, weil du echt eine arme Sau bist, verstanden? Der Typ in der Mitte, Junge, ich lerne nur Boxen. Nein, es gibt einen anderen Grund, warum ich dich so gern hab wie Fußpilz. Weißt du, warum ich dich so gern hab wie Fußpilz, Junge? Genau das meine ich!
Wirf endlich das Handtuch und verpiss dich aus der... Ich höre immer Prinz Zuko bei dieser Stimme. Immer. Er hat sogar die Narbe von Prinz Zuko. Er hat sogar die Narbe. Warum muckt er denn so, Junge? Okay, das... Was? Warum bummst du den an? Was ist das denn? No. Oh, nani, 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 nani. Was zum Teufel? Hast wohl für den Kampfchip eingesetzt? Ist das etwa Freeware? Ich dachte, war nur so tun! Haben die Sounds dabei, Junge? Die sind am gruseligsten. Du solltest dir ein besseres Implantat installieren, wenn du eine Revanche haben willst. Oh Mann, Junge! Fuck den euch nicht ab, Junge! Er hat doch schon genug gelitten, Junge! Seine Mom ist im fucking Koma! Hallo, ist da David Martinez? Ich wollte dich über den Zustand einer gewissen Gloria Martinez informieren. Bis heute Morgen war ihr Zustand noch stabil, aber dann kam es zu Komplikationen, woraufhin sie verstarb. Leute, nein! Darf ich Sie nun über die Zahlungsmethode informieren? Darf sich gerne ans Knie fassen. Wie wäre es mit einem kostengünstigen Einäscherungsprogramm? Bruder, wie so eine Dings, so eine Sprite, so eine Cola, die man aus dem Automat holt. Mrs. Martinez, wir werden Ihnen folgenden Betrag für die Wiederherstellung des Systems in Rechnung stellen. Oh, Junge, wie dreckig! Falls Sie die Rechnung bis zur festgelegten Frist nicht begleichen, werden wir David von der Akademie verweisen. Alle wollen Geld! Miete, Schule, selbst die tote Mutter! Hier ist Katsuo, ich habe vom Ableben deiner Mami gehört. On. Eigentlich sollte ich dir ja mein Beileid aussprechen, aber ich kann da irgendwie kein Mitgefühl empfinden. Auch wenn deine Stimme fucking sexy ist, Junge. Ich hab Hass. Ich habe Hass. Ja, setz dich selber auf. Er macht es selber drauf. Er macht es selber drauf. Ich freue mich echt jeden Abend und nochmal drauf. Einmal ist emotional, Leute. Einmal Wein, Emotion. Ist das etwa das besagte Stück? Habt ihr doch gesagt, dass es für so einen gefährlichen Scheiß keine Abnehmer gibt. Er möchte es nicht verhökern. Ich möchte, dass du mir das Teil sofort implantierst. Oh shit! Freunde, der Schüssel hat erst angefangen. Freunde, wir müssen uns die zweite Folge gönnen. Wir können das jetzt nicht so stehen lassen. Ich möchte Rache. Ich will, dass du es mir reinschraubst. Hoffentlich schraubt eben nicht gleich was anderes rein. So ein krasses Militärteil ist nichts für dich. Das hält der Körper von so einem Trockenföhner wie dir nicht aus. Trockenföhner! Er hat den Trockenföhner beleidigt. Junge, ab heute meine neue Lieblingsbeleidigung. Ihr kleinen Trockenföhner. Dankeschön für meine großzügige Hilfe. Gehört das Teil nach dem Rauspopeln mir? Na, was sagst du? Deal. Okay. Oh mein Gott. Okay. Bro, das ist fucked. Oh Mann, der Pisser hat vielleicht Nerven. Ernsthaft. Oh shit. Hier gibt's Kameras, wie du es okay. Hast du etwas Schiss erwischt zu mit Nöppeln, Junge. Ja, Mann, mach diesen. Okay. Du auch, Bro, bitte. Und jetzt scheiß ich wieder rein. Oh! Oh! Holy shit! Oh, holy shit! Geil, Junge. Was ein Trockenföhn, Leute. Schreib in die Kommentare, Hashtag, was ein Trockenföhn. Seine extreme Stärke lässt nur einen Schluss zu. Nämlich, dass er das Sandevistan-Implantat des ehemaligen Lieutenants James Norris benutzt. Er scheint aus irgendeinem Grund über eine außergewöhnliche Toleranz zu verfügen. Geil. Oh, ich liebe sowas. Es kann keiner tragen, aber er kann es tragen. Oh, ganz zufällig. Der Typ steht da schon seit 3 Folgen, Junge. Genau so. Das wieder. Da ist er wieder. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Eine Protagonistin. Krass! Los, mitkommen. Hey, was sollte das gerade eben? Hä, was meinst du? Ohoho. Du störst mich bei der Arbeit, was nach? Tschüss! Die beklaut den und sagt, du störst mich bei der Arbeit, Junge, was ist das für eine? Da fällt mir ein, hast du Lust, mir unter die Arme zu greifen? Oh, der will ich wohl unter die Arme rein wollen. Nee, unter die Arme. Okay, bereit? Okay, also sie bringt ihm jetzt bei, wie man Chips klaut. Die 3 Tipps, die in ihr Gespräch vertieft sind. Diese A-glatten Wichser, die sich in BD reinziehen. Geil, fühl ich. Zeit für einen dicken Fisch, der ordentlich Loot abwirft. Okay. Oh mein Gott, Bruder. Sein Chip ist einfach eine CD wahrscheinlich. 3, 2, 1, los. Warte. Er hat's Hilfe mitbekommen. Nicht nein! Gut. Damit ist der Waggon abgegraben. Schuhstücke, was in der Hand, Junge? Bam! Wir sollten die Strecke wechseln. Oh, es zeigen sich die ersten Nebenwirkungen. Wir müssen auf der Hut sein. Von allen Möglichkeiten, die da runterfallen können. Nur eine Person ist bisher noch besser runtergefallen. Und zwar... Waren doch fast... Oh, fuck.
Sorry, Süße, das Implantat von dem Kleinen ist ein Haufen Schotterwert. Das lasse ich mir nicht entgehen. Okay. Man ist ja nirgendwo sicher hier. Wir müssen wohl doch 80-20 machen. Aber dafür rette ich dir den Arsch. Was? Tschüss! Die ist schon heiß. Was geht dir? Muss ja erst dabei so ein Bild sein? Muss das sein? Oh mein Gott, Leute, das ist so. Du musst höllisch aufpassen, denn sonst zerfällt dir das Teil im Handumdrehen deine Psyche klein. Der Mann hält gar kein Blatt vom Mund, Junge. Sogar ich denk mir so, chill mal, Bro. Kinder gucken das Video. Jetzt guck doch nicht so blöd, ich tu dir schon nichts. Ja, klar. Bist du etwa noch Jungfrau? Das ist schon wahrscheinlich das erste Mal, dass er nicht durch den Schacht reingehen muss. Sieh deine Jacke aus. Hä? Warum denn? Edgerunners? Edgerunners. Das ist ein anderer Name für Cyberpunks. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Haben die gerade... Oh, Junge. Ist das dir zu heiß? Nein, geht voll klar, das bockt wie Sau. Cool. Aber irgendwie bin ich doch ein bisschen sus. Dir ist die Kacke jetzt richtig am Dampfen, Punk. Hä? What? So ein Pech. Das Implantat, das in deinem Körper steckt, gehört mir, klar? Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Die Sache war nicht loco. Wir können nicht in Folge 1 alles verlieren und in Folge 2 alles schön kriegen. Nein, da ist immer ein Haken dran. Ohne Spaß, ich hab das Gefühl, durch Anime, ich bin einfach ready fürs Leben. Jedes Mal im Leben was Schönes passiert, einfach diese Paranoia, Schizophrenie so. Sei ehrlich, was versteckt sich dahinter wirklich, ja? Da nehme ich es gut. Erinnert mich so ein bisschen an Psycho Pass, trifft auf Cowboy Bebop, trifft auf Euphoria. Ich feier's. Und ich freue mich einfach drauf, wenn Blue Lock und Chainsaw Man am Start sind, weil dann rasten wir komplett aus. Und lasst auch mal ein Like da, damit ich sehen kann, ob ihr Bock habt auf eine weitere Folge von Cyberpunk. Bei 10.000 Likes kommt die nächste Folge. Wir sehen uns im nächsten Video. Passt für euch auf. Bis dann. Oh. Und... Trockenfilm.